Das Mikrokulturpatent fördert den Schweizer Film substanziell seit 1965 mit, so hoffen wir, innovativen sowie unbürokratischen Fördermaßnahmen. Die Schweiz hat eine große Stärke im Doc-Film seit Jahren. Und genau diese Stärke wollen wir stärker machen. Es ist uns aber auch wichtig, dass wir den Wettbewerb thematisch ausschreiben, weil wir denken, dass Themen, die in der heutigen Gesellschaft global wichtig sind, sich auch in der Schweiz reflektieren. Gewinnerin, Gewinner des 6. Mikrokulturpatent CA Doc-Film-Wettbewerb ist Sergio da Costa, Milan Noir, Je Prie, Joël Bertassa, Close-Up-Films sur scène. Ganz, ganz herzliche Gratulation. On vous félicite justement. Sergio da Costa, il est pas là, il est en tournage, je crois. Et puis, vous le représentez très, très, très bien. Ich fand es sehr schön, dass fast keine Männer im Wettbewerb waren und derjenige, der dann gewonnen hat, war auch nicht da. Ce prix, bah déjà, c'est une énorme motivation. Donc, à côté du concret, c'est-à-dire les moyens que ça nous donne pour faire le film, c'est aussi une énorme motivation et ça met la barre très très haut pour réussir ce film avec voilà, les attentes de tous ces gens qui ont eu confiance en nous et voilà, ça nous touche énormément. Die Themenvorgabe vom CADOC-Filmwettbewerb läuft immer so, dass es ein Thema ist, das möglichst breit abgestützt ist. Das nächste Thema für den 7. CADOC-Filmwettbewerb, das wir gewählt haben, das Thema Utopie, das ebenfalls in diese Richtung gehen soll. Es können philosophische Eingaben gemacht werden, aber auch alltägliche. Der zukünftige Jurypräsident hat uns netterweise eine Grußbotschaft zugeschickt. Gerne erklärt er nun, weshalb er das Thema Utopie wichtig findet. Film ab für die Botschaft von Herrn Seidel. Es geht nicht darum, Exotisches ausfindig zu machen, sondern es geht eher darum, sich in unsere gesellschaftliche Realität einzulassen. Insofern lautet mein Rat an alle Filmemacher, die an diesem Wettbewerb teilnehmen wollen, konfrontieren Sie sich damit, wovor Sie Angst haben. Es ist uns wichtig, bei unseren Preisverleihungen nicht einfach Preise zu vergeben, sondern immer auch Künstlerinnen und Künstler einzuladen, die uns zum neuen Thema etwas sagen. In einer Utopie ist niemand verletzt, deswegen funktioniert auch keine Kunst in einer Utopie, weil bei Kunst ist es immer entweder der Produzent oder der Konsument, der leidet. Wenn der Produzent leidet, wird das Werk so gut, dass der Konsument es genießen kann. Und wenn der Produzent nicht genügend leidet, weil die Migros ihn zu sehr fördert, dann muss der Konsument danach im Kino leiden. Persönlich bin ich natürlich fasziniert, wie junge Frauen wie heute Hazel Brugger die Themen, die gesellschaftlich relevant sind, wortgewandt, gescheit und auch sehr prägnant in Worte fassen können. Ja, man kann es sogar so drastisch sehen, dass der Zweite Weltkrieg niemals stattgefunden hätte, wenn Adolf seine weibliche Seite entdeckt und seine Eva einfach zu Hause bekocht hätte. Gut möglich, dass der Zweite Weltkrieg dann niemals stattgefunden hätte und die Welt der Kochbücher dann um einiges bereichert wäre. Menüs für Veget und andere Aria, Antisemi, Tisch bei Tisch oder schlicht sein Bestseller Mein Mampf. So, ich wünsche einen guten.